Hi Leute, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Let's Play Warhammer Dark Omen. Wie ihr vielleicht in einem Post gesehen habt, ja, für meine Abonnenten zumindest, die haben den Post gesehen. Der Uploadplan hat sich verändert, das heißt, es gibt jetzt, zumindest ist es so geplant, viermal die Woche Videos. Das nächste Projekt, das startet, wird dann zweimal die Woche kommen und Warhammer wird auch von ein auf zweimal die Woche aufgestockt. Ja, und letztes Mal haben wir den Axtschartenpass von den Untoten befreit und ja, schauen wir mal, was als nächstes auf uns zukommt. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, Grünhäute oder Untote. Ich entbiete meinen Gruß, König Louis Leoncoeur. Wie kommen wir zur Ehre dieses Besuchs? What? Der Name? Ich suche nach dem Schwarzen Gral. Nicht auszusprechen. Ich kann dir nur wenig sagen. Suche in der Stadt Moussillon. Moussillon? Eine verfallene Stadt der Toten und Verdammten. Selbst die Lebenden kriechen wie Phantome auf den Straßen. Das hört sich so französisch an, nicht? Ist das alles, was Sie uns sagen können, Hoheit? Sie schicken uns an einen Ort, den selbst die Armeen Bretonias wie die Pest meiden. Darf ich hervorheben, dass beim Scheitern unserer Mission Bretonia so sicher wie jedes andere Königreich der Herrschaft der Untoten anheimfallen wird. Wollen Sie uns nicht mehr unterstützen? Genau. Informationen? Nein. Aber ich kann euch ein Regiment Gralsritter geben, solange ihr in Bretonia seid. Ist das nicht großzügig genug? Sehr großzügig. Aber ich bin mir sicher, dass ihr euch der Bedeutung meiner Mission bewusst seid. Und so sehen sie vielleicht doch einen Weg, uns noch mehr zu unterstützen. Vielleicht. Hauptmann, mach in Vingtienne halt. Dort wird ein Regiment bretonischer Ritter des Königs auf dich warten. Vielen Dank, Leoncoeur. Und auf Wiedersehen. Boah, den haben wir aber gescheit abgezogen. Kriegen wir jetzt zwei Regimenter, habe ich das richtig verstanden? Hauptmann Bernhard, Schön dich zu treffen. Ich bin Elrod von Loren. Und du bist, nehme ich an, Klaus Zimmermann. Ja. Der dem Hauptmann alles lehrte, was er weiß. Du bist ein asiatischer Elf. Klaus lehrte mich einiges von dem, was ich weiß. Und das war vor langer Zeit. Beachten Sie die Gerüchte nicht weiter, die er immer zu verbreitet. Welche Undankbarkeit. Nach allem, was ich dich gelehrt habe. Beachte ihn nicht, Elrod. Nach deinem Blick zu urteilen, hast du wichtige Nachrichten mitzuteilen. In der Tat, Hauptmann. Der König und die Königin von Loren erbitten deine Anwesenheit auf der Lichtung der Könige. Sie haben Entscheidendes mitzuteilen. Na dann, vertrauen wir dem Elf. Sehr schön, dann reise ich zur Lichtung der Könige. Das ist gut. Ich werde dich auf der Reise begleiten. Wollen wir hoffen. Wehe, du bescheißt uns. Ganz ehrlich, wehe, du bescheißt uns. Hauptmann. Das ist ein stilles Übel in der Nacht da draußen. Ich kann es in meinem Geist spüren. Sieh da vorn. Es ist eine Legion Untoter, die unseres Weges zieht. Was sonst? Wir werden kaltes Fleisch mit kaltem Stahl verbinden. Zum Angriff! Gut, wir speichern da mal ab. Weil inzwischen ist es ja so, dass es nicht mehr unfehlbar ist, zumindest mit meinen bescheidenen Skills. Und die ganzen Dingenskirchens da, wie nennt man das? Dialoge, genau, Dialoge war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Möchte ich nicht nochmal durchlaufen müssen. Das ist wirklich ein bisschen lästig. Ich meine, klar, das Game braucht eine Story und die müssen sprechen miteinander, aber ja. So. Was haben wir denn hier? Wir können unsere Einheiten hier aufstellen. Ein bisschen auf einen erhöhten Punkt sogar. Das werden wir vermutlich nutzen. Was haben wir hier? Wald, Wald, Wald. Irgend so ein Stein, der mit Pixel umgeben ist. Ja, Flänkchen, Flankerl, darf man sagen. Mehr Wald, noch mehr Wald. Mehr Wald. Bäumchens. Was haben wir hier? Seid's mir. Was? Gladewachen der Waldelfen. Sind das? Was seid ihr? Bogenschützen oder einfach nur Nahkämpfer? Schaut noch Nahkämpfer aus, weil der Pfeil nämlich ja nicht verfügbar ist.
So, was haben wir hier noch? Gralsritter, Zwerge. Also jetzt sind wir schon ziemlich vollgestopft mit unserem Truppenbuch. Okay, wir werden natürlich als erstes mal die Kanone so aufstellen, dass wir da möglichst, yes, möglichst gut feuern können. Die stehen nicht auf einem erhöhten Punkt. Deswegen meine Hoffnung, dass die uns nicht beschießen können. Und wir die aber schon. Das wäre jetzt so das Optimum, was ich mal erwarte. Was haben wir hier? Oh, damit können wir den Schamanen ins Visier nehmen. Unsere Armbrustschützen stellen wir dann hier drüben auf. Dazwischen die Infanterie, um rauszustürmen und abzufangen. Natürlich muss der Zauberer auch dabei sein. Oh, er hat Teleport und mein Lieblingsspell, der Flammenschädel. Der ist einfach so mächtig und auch den hier hat er wieder mit, den purpurnen Schwarm. Sehr gut, sehr gut. Also der Plan für diese Map schaut jetzt mal so aus. Alles, was hier so herumwuselt, ja, muss sowieso näher an uns dran kommen, damit sie irgendwas machen kann. Gefährlich ist der Nekromant und das Katapult. Die wollen wir als erstes einmal aus der Ferne ausschalten. Die hier sind vermutlich ein temporäres Regiment und deswegen, ihr kennt sie das schon, Opferlamm. So. Was haben wir denn noch? Wir haben Ragnars Wölfe, wir haben die Gralsritter. Was seid ihr denn hier? Seid ihr berittene Einheiten? Oh, Pferdchen. Mehr Pferdchen. More horses. So, das ist natürlich gut, da ist man ziemlich mobil dann auf dem Schlachtfeld, was ja extrem angenehm ist. Kann ich jetzt nur Einheiten? Nee, das war's. Okay. Was natürlich der Nachteil ist an solchen berittenen Einheiten, du musst, wenn du welche verlierst, immer das Pony und die Einheit ersetzen, also teurer von daher. Wir starten mal. Okay, so, das schaut schon mal. Bam! So. Dieses war der erste Streich. Der kann jetzt nicht mehr so viel machen. Passt auf! Oh oh, oh oh, oh oh. Feind gesichtet. Was habe ich gemacht? Verdammt! Ja, das war vielleicht leicht unklug. Wenn sie jetzt bitte nur nicht noch vorrennt, damit nicht. Schaut's das? Oh, einen getroffen, aber wir treffen auf jeden Fall, da warten wir auf jeden Fall noch kurz ab. Ja, der Minenwerfer, verdammt. Wäre der jetzt komplett ausgelöscht worden, hätte ich tatsächlich die Map sofort nochmal gestartet. Verlass das Schlachtfeld! Ja, tu es. Lauf weg. So, was wir machen können. Feind gesichtet. Feind gesichtet? Oh, ein zweites Katapult. Okay. Gut zu wissen. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt schon ein paar Zauberpunkte. Ich kann noch vorteleportieren, die festhalten. Vorteleportieren, festhalten und wegteleportieren. Das bringt jetzt nicht ganz so. Die Frage ist, trete ich da noch Waves los? Ach, scheiß drauf, riskieren wir es. Zack. Ziel vernichtet. Ja, wir haben zumindest das Katapult dort vernichtet. Das ist schon mal gut. Feind gesichtet. Das können wir nicht feuern. Ja. Verdammt. So, Feldzug abbrechen, zurück zum Hauptmenü. Ja, laden. Genau deswegen speichern wir nach den Dialogen. Die Aufstellung war schon nicht so schlecht. War einfach ein derber Fail von mir. So, das wird jetzt definitiv schneller gehen mit dem Aufstellen da, weil wir ja schon ungefähr wissen, wo die ganzen Einheiten hin sollen. So, diesmal. Ja, sehr gut. Ihr bitte. Jetzt die Frage, ich könnte natürlich auch die Armbrustschützen da rüberstellen.
Die kommen nicht so weit. Oh, egal. Wir haben trotzdem da eine extrem vorteilhafte Position. Nee. Dann verstecken wir die hinterm Gebüsch. Und nehmen die hier. Genau. Als Schutz. Den können wir auch verstecken. Die Spells bleiben ja zum Glück gleich. Das hätte natürlich blöd ausgehen können. Wären die Spells jetzt andere. So, dann die Flagellanten möchte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Was haben die? Na, die haben nicht den Schild. Ragnar. Ah, na, hier haben wir den Schild. So, und hier auch nochmal eine Einheit, um mobil zu bleiben. Hups. Um mobil zu bleiben. Und genau, das war's. So, und jetzt wird unser Mörser hoffentlich. Sie entweihen den heiligen Stein. Verdammt! Es wäre so gut gewesen beim ersten Mal. Kann er jetzt überhaupt noch auf ihn feuern? Ziel zugewiesen. Ja, kann er noch. Feuer! Frage ist. Naja. Den erwischt er nimmer. Jawohl, Sir. Wir könnten hier hin. Vielleicht. Ziel verloren. Ja, okay, Ziel verloren ist jetzt nicht so tragisch. Das Problem ist eben, ich muss jetzt wirklich aufpassen, damit sie der nicht irgendwann einmal da. Feind gesichtet. Einfach zu mir hin teleportiert. Ja, und jetzt alles. Oh. Feuer! Ziel zugewiesen. Jetzt kommt hier alles. Bam! Das war der erste Streich. Feind gesichtet. Den werden wir. Sofort aufhalten, so schnell es geht. So. Genau hier. Ja, Milord. Attacke! Ja, Milord. So. In den Kampf! Da setzen wir unsere Hexenjäger ein. Nicht vergessen, die haben ja das Banner der Arkanen Wache. Und können Attacke! Deshalb. Jawohl, Sir. Nicht Ziel zugewiesen. Durch. Ja, Milord. Hey. Angriff. Attacke. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Ach, verdammt. Das. Moment, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. So, da können wir runter. Was ist denn da los? Da wird schon gefährlich. Na. Wir werden beschossen. Zum Angriff. In den Kampf. So. Hallo? Hier. Bitte mal angreifen. Ja, Ragnars Wölfe haben natürlich. So, die flüchten, das ist gut. Wow, und wir müssen uns dann unbedingt zurückziehen. Könnt ihr bitte endlich angreifen? Ich habe jetzt schon. Zum Angriff! Feind gesichtet. So, und jetzt schnell zurück, weil das Katapult nämlich auf uns feuert. Feind gesichtet. Rückzug! Ja. In den Kampf! Zum Angriff! Wir werden beschossen! Sollen sie flüchten, ist mir recht. Zum Angriff! Wir werden Hallo, beschossen! Kannst du bitte. Wir fürchten den Feind! So, und jetzt, komm! Sehr gut. Feind gesichtet. So, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Vorwärts. Gehen wir da ein Stück.
Das sind schon die nächsten. Oh mein Gott. Zum Angriff! Die können wir abschießen. Feuer! Die können wir mit der Kanone, das sind eigentlich schon viel früher da sind. Ja, ihr seid temporär. So. Und die halten wir jetzt gleich mal fest. Dann können die schon mal nichts mehr großartig anrichten. Und dann kommt einmal so unser Zauberer in Aktion. Und Bams! So, und da auch nochmal. Hinten kommen schon wieder Bogenschützen. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall stoppen. Vorwärts! In den Kampf! Jawohl, Sir. So. In den Kampf! Werden uns da mit unserem Magier noch weiter vorwagen. Zum Angriff! Wir werden beschossen! Helft uns! Wir werden beschossen! Zum Angriff! Das ist. Also, das könnte jetzt richtig übel ausgehen. Feuer einstellen! Jawohl, Sir. Yamilor. Oh, die wollen meine Bogenschützen. Wir werden beschossen! Feind gesichtet. So, dann lassen wir die Bogenschützen mal flüchten. Wir sind schließlich im Kampf. Attacke! Wir werden beschossen! Sollte eigentlich treffen. Sehr gut. Jawohl, so. Ich muss mich da jetzt natürlich recht nahe am Rand halten. Ja, vorwärts! Wir werden beschossen! Helft uns! Zum Angriff! Weil das kann ziemlich blöd ausgehen, wenn du jetzt. Nur viele Treffer, oder wenn dort Treffer gelandet werden, dann wird es definitiv hässlich ausgehen. So, die will jetzt bitte noch festhalten. Komm. Yes. Sehr gut. Und dann kann ich da hoffentlich ohne meine eigenen Einheiten jetzt zu vernichten. Okay, die ziehen sich zurück. Da können wir aushelfen. In den Kampf! Die abfangen. Das Ganze läuft jetzt eigentlich für meinen Geschmack recht unkoordiniert ab. Zum Angriff! Stürmen die schon da drauf los? Attacke. Macht aber auch nichts. Ja, das sollte zum eigentlich Angriff. Okay sein. Vorwärts. Jawohl, Sir. Zum Angriff! So. Jawohl, Sir. Schauen, was können wir denn da noch machen? Genau, die können wir jetzt mal aufhalten. Damit unsere Truppen möglichst wenig Schaden nehmen. Und ja, können wir noch ein bisschen mit dem Blitz herumfeuern. Sehr gut, sehr gut. Das schaut jetzt schon nicht so schlecht aus, aber die Schlacht, die wird uns auf jeden Fall einiges kosten. Das kann ich schon mal sicher sagen. Jawohl, Sir. Attacke! Zum Angriff! Wir fürchten den Feind! Ihr braucht den Feind nicht zu fürchten. Zu den Waffen! Zum Angriff! So, nicht zu weit nachstürmen. Zum Angriff! Gut. Sehr schön, sehr schön. Und die da hinten. Ihr wisst, was mit denen passiert. Die werden einfach vom Magier ausgeschaltet werden. So. Zurück. Alles zurück. Ja, genau deswegen. Genau deswegen alles zurück. So, wir teleportieren vor.
Und see ya. So, jetzt warten wir kurz. Und yeah. So, da haben wir noch was. Bam, tot. Einsatz beendet. Die Magieraktion, die habe ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Aber ganz ehrlich, der Rest war verbesserungswürdig. Nennen wir es verbesserungswürdig. Oh mein Gott. So. Der schaut so auffällig aus, den muss man einfach mal abschießen mit allem Möglichen, mit dem, was man so übrig hat. Ja, gut, ich hab's jetzt nicht so gebracht. Aber drei Feuerbälle. Zack, zack, zack. Hat sich noch nichts getan, ne? Ja, Milord. Nee. Die kommen schon noch vor, dann haben wir nur einen weiteren Feuerball zur Verfügung. Schauen. Wo ist denn der bitte hingegangen? What? So, einmal versuchen wir es noch. Nein. Da ist nichts drin. Ich habe da jetzt so viele Feuerbälle drauf geworfen. Da ist nichts drin. Ja, okay. Tipp. Ich will gar nicht auf meine Truppenliste schauen. What? Weil die sind ja überhaupt nicht teuer. Ach, ja. Verdammt, das hat viel gekostet. Das hat richtig viel gekostet. Ja, das müssen wir das nächste Mal eindeutig besser angehen. Und, So, wer braucht denn noch Erfahrung? Also, Erfahrung brauchen. Ragnars Wölfe auf jeden Fall. Die Oger. Die Flagge landen. Okay, die muss ich auf jeden Fall häufig einsetzen. Der Magier braucht keine Erfahrung mehr. Die Bogenschützen sind auch auf dem höchsten Level. So, die Kavallerie, also die Grollbringer. Infanterie braucht noch... Die könnten noch eins vertragen. Die können definitiv eins vertragen. Die werden dann in der nächsten Schlacht, würden die Level abbekommen. Auch der Mörser... Ja, im Prinzip, was ich nicht mehr zu exzessiv einsetzen sollte, ist die Grollbringer-Kavallerie, den Zauberer. Bei den Armbrustschützen wird es mir nicht anders übrig bleiben. Gut, aber Kavallerie, Zauberer, Armbrustschützen sollte ich mich ein bisschen zurückhalten in Zukunft. So, wir speichern. Und ja, ich verabschiede mich dann für diese Folge. Und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, mit einem Mini-Fail würde ich... Naja, so mini war der gar nicht, der Fail. Der war eigentlich recht hässlich. aber am zweiten Anlauf hat es ja dann doch ganz gut geklappt. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Ja, in dieser Folge eben die Untoten aus dem Wald vertrieben oder gar nicht erst eindringen lassen. Und das nächste Mal seht ihr dann, was uns die Elfen am Berg der Könige oder wie auch immer das Dingens heißt, mitzuteilen haben. Ich freue mich drauf und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal dann hoffentlich. Ja, ciao.